Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Railroad. Wir sind heute am Utrecht Central Bahnhof. Und wie ihr schon seht, ich habe die neue UI endlich aktiviert. Ich habe mich eigentlich bis jetzt dran geweigert, das zu nutzen, weil ich sie nicht so geil finde. Aber es war der Request da, dass ich das doch mal bitte nutzen sollte. So, wir lassen erstmal die Züge hier rein. Alle, die hier rein müssen. Und was wir hier machen werden, ist, wir werden so viel automatisieren, wie es halt nur irgendwie geht. Im Sinne von Fahrstraßen voreinstellen. Und ja, der Ersteller meinte, es gibt hier auch noch ein paar Spezialzüge, die für Spaß sorgen. Es geht über 1,5 Stunden das Ganze. Wir werden aber nicht alles spielen, wir werden es nur anspielen. Und wenn es euch dann gefällt, könnt ihr es dann fertig spielen. Okay, Utrecht. Wie kann ich da einstellen, dass du die automatisch wendest? Naja, das meinte ich. Ich komme damit nicht so ganz klar. Central 1. Da kommt jetzt auch noch ein Zug. Du bist Utrecht, Gleis 21. Okay. Hier kann man das schon mal automatisch einstellen. Bis hier, 21. Du bist nach Gleis 18. Stellen wir mal zumindest so ein automatisch. Der Kollege, das ist so ein Dinner Train. Der bleibt hier noch 7 Minuten, das ist okay. Und der will hier auf die 1. Oder? Ja. So, hier runter auf die 1. Und nach der 1 wieder auf Gleis 14. Das kann man auch automatisch einstellen. Gleis 14. Okay. Wäre eingestellt. So, nochmal zurück zum Bahnhof. Wie kann ich bei dir sagen, dass du... Ach so. Mittlere Maustaste. Und das Ding kann ich mir da irgendwo hinstellen, dann bleibt es da. Aber ich glaube, das brauche ich erstmal... Ja, ich glaube, ich brauche es eigentlich mal nicht, aber... Ich glaube, ich lasse es mal da. Wenn ich dann sehe, was für ein Zug da irgendwo dann reinkommt. Ich tue das mal sperren. Wobei, muss ich das sperren? Was passiert, wenn ich weggehe? Ich glaube, wenn ich sperre, dann kann ich es nicht aus Versehen wegtun. Okay, also das mit mittlerer Maustaste. Ich weiß ja nicht. Und unten, Upcoming Trains. Um 8.03 Uhr von da unten. Und kann man dann anzeigen lassen, wo er hinfährt. Da ist er auch schon. So, du bist Portal 3 und dann Gleis 12. Das können wir hier auch einmal automatisch einstellen. Bis da, Gleis 12. Du bist auf die 4. Und dann Gleis 19. Sprich, hier machen wir das zweite nach da unten. Alles klar. Ja, ich finde das alte nach wie vor besser. Ich weiß, das sieht zwar rustikal aus, aber ich komme damit einfach sehr gut zurecht. Södele. Ja, Utrecht, größter Bahnhof in den Niederlanden, hat 16 Bahnsteiggleise. Hier 21 mit. Hier sind es irgendwie 21, das ist nicht komplett akkurat. Stand auch so in der Beschreibung. Wo ist der nächste Zug? Ach, von da oben. Der will auf die 4 und dann Gleis 9. Auch das kann man automatisch einstellen. Würde ich mal sagen so. Und dann Gleis 9. Der Kollege da oben möchte auf die 2. Zuerst auf die 3, dann auf die 2. Kriegen wir hin. Erst einmal so runter, da rein. Sonst nur irgendeinen, um den ich mich kümmern muss. Jeder hat sein
Starting. Alle klar. Dann tun wir mal vorspulen hier. Ah, und der nächste. Keine Ruhe hier. Du möchtest auf die 2 und dann warte irgendwas auf die 3. Da können wir auch mal bis dahin. Eigentlich bis dahin machen, weil ich glaube nicht, dass wir das hier großartig brauchen werden. Wobei, ich habe gesagt, Specials, also werden wir vermutlich hier irgendwas mal wenden. Wer weiß. Und er hier fährt noch Bunik Portal 2, das ist da oben. Alles klar, das heißt, das da glaube ich können wir auch automatisch machen. Ja, wird schon sagen. Das dann händisch und hier rein. Perfekt. Der nächste Kollege, der fährt nach Utrecht Lunetten Portal 4. Das ist das unterste Gleis hier. Ich glaube auch ich kann man automatisch einstellen. Jo, da wird es langsam grün hier. Müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass die dann irgendwo falsch reinfahren. So, der fährt nach Oberrichtportal 3 wieder zurück. Oh, wie kann ich jetzt bei dir sagen? Ach, mit Rechtsklick kann ich ihm sagen, dass er dann wenden soll. Und dann wird es so gelb. Okay, das ist irgendwie ganz nett. Zug anhalten. Was haben wir hier? Disable the automation. Zug mit der Kamera folgen. Alle klar. Nächster Zug. Auf die 1 und Utrecht Central 5. Da weiß ich schon, dass es nach da oben geht. Ich habe es mal ganz kurz angezockt. Oh, hier rein in die 5. Der hier will nach da unten. Will ich einmal wenden. Und zwar auf das Gleis. Das ist der Tunnel da. Ja, okay, dann müssen wir das hier schon mal zurücknehmen. Das. Ne, Moment mal. Welcher Tunnel war das? Der Tunnel. So, einmal so, einmal so. Aber ab da können wir es wieder automatisieren. Gleis 15. So, haben wir. Und er will auf die 8. Das passt perfekt, weil dann kann ich das schon mal voreinstellen. Sehr gut. Alle anderen haben. Oh, Moment mal, wo fährst du hin? Auf Gleis 4. Ich glaube, das mache ich auch permanent wiederhole. Und schon habe ich weniger Arbeit. Nice. So, Kollege der Einfahrt nach Zwillen Portal 2, das ist das hier. Wie kommst du da hin? Achso, der fährt einfach. Ja, gut, das kann ich ja automatisieren. Du kannst nur da fahren. So, wo klingelt's? Wer ist der Nächste? Oh, scheiße. Fuck, jetzt habe ich aber den ersten Punkteabzug. Nein! Ah, halt. Auch den Part kann man nicht wiederholen. Güterzug. Ja, da muss kurz warten. Auf die 1. Und er fährt in einer Minute ab und macht genau das Gleiche.
Okay, vorangestellt. Ach man, das ärgert mich. Erster Punkteabzug. Gleis 2 und dann Gleis 4. Machen wir so. Oh geil, parallel aus Fort. Nice. Okay, 4 Minuten. Was ist dieser? Nee, das ist ein ganz normaler. Oberrecht Portal 3. Verdammt lang. Schicke ich dich da hin? Das Tunnelportal, das ist das hier. Machen wir mal permanent da rein. Okay. Easy. Ja, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ein bisschen vorspulen. Ja, der ICE 222. Der möchte auf Gleis 5. Konntest du die haben? Fährst du noch da oben und stellen wir dir hier noch Gleis 5 ein. Der, was jetzt hier bei Gleis 5 ist, möchte nicht Zwielen Portal 1. Das Gleis da. Konntest du haben? Einmal permanente Fahrstraße. Dankeschön. Irgendwann vergessen. Ach, da bleibt jetzt. Ach, das ist ein Dinner Train. Da bleibt 9 Minuten hier stehen. Dieser Güterzug, ich möchte auf Gleis 14. Nochmal Gleis 14 wäre eher eingeplant. Und will dann auf Portal 2. Du möchtest auf die 3 und dann Gleis 12. Hier ist eingestellt, Kollege. Links noch irgendwo. Auf die 1, Central Gleis 7. Das mache ich auch mal permanent hier. Aber hier nicht, wer weiß. Ich habe vergessen. Lightshare, irgendwas, Portal 2. Das ist da unten. Wie kommst du auf die 2? Ist das Portal? Moment. Wie kommst du da? Ach so, nee, der fährt von. Ah, oh, okay, der fährt von da oben dann da runter. Alles gut. Kein Zug vergessen. Bis erste. Es kommt noch. So, er hier. Leitscherichin, irgendwas, Portal 1 da oben. Ich glaube, das können wir auch permanent machen. Viel Spaß. Du fährst weiter nach Varche. Varche Ricin 2, das ist das da. Das heißt, fährst du einmal so, fährst du so. Das kann wieder permanent sein. Und fährt dann nach Bunik 2. Das können wir so machen. Sehr gut. So, Zug 193 auf die 21. Bitteschön, ist eingestellt. Ich konnte mal weiter kontrollieren. Ich werde dann auf Gleis 4. Und dann auf die 3. Hä? Moment. Naja, auf Portal. Kommst du. Achso, nein, es geht auf 3. Okay, das war jetzt gerade optisch ein bisschen schräg. Zug 187, der ist da oben.
Utrecht Central 1. Und du fährst mal oben drüber. 728. Gott noch. Ach, du wirst wenden. Mal gerade mal einstellen. Dich habe ich eingestellt, dich habe ich eingestellt. Noch ein. Oi, da, jetzt geht's hier aber los. 347. Warte, Rind, der fährt da runter. Auf die 1 und dann auf Gleis 14. Noch da unten. Sehr gut. Fuck, habe ich den Frachtzug richtig eingestellt. Ja, da kommt. Okay. Da hatte ich gerade für einen Moment ein bisschen Bange gehabt, dass der richtig eingestellt ist. Lass mich raten, der fährt. Oh, der fährt ins Depot. Depot. Wo ist das Depot? Ach, das ist da oben. Das ist da. Ah. Na, nicht im Ernst. Der bleibt hier 20 Minuten stehen und fährt dann erst ins Depot. Ja. Geh, wenn es Spaß macht. So, du fährst da unten ins Portal 2. Ich würde mir gerne hier so eine Markierung hinmachen. Das heißt, du fährst dann so darunter Portal 2. Perfekt. So, Dinner Train. Oh, warte mal. Der fährt in 4 Minuten ab, der fährt in 5 Minuten ab. Das sollen wir nochmal jetzt zurücknehmen. Dann fährt dieser Dinner Train da zuerst und dann kommt er hier und fährt hinterher. Müsste auch hier so vorgesehen sein. Für die 2. Tatsächlich nicht. Ne, doch. Dinner Train. Hä, warum steht es denn hier so komisch? Moment. 2 und 3? Ah, doch, da. Dinner Train. Ach, die 2 Punkte sind so nah mit. Ah. Okay. So, Rest ist weg. Oberrechts Portal 1. Ist da oben. Vorspulen, Kollege. Einmal da rein, okay. Die Kollegen, die fahren noch zu dem Portal 1. Er fährt als erstes los. Zu dem Portal 1 noch da. Und dann du, Kollege. Und noch einer aus dem Depot. Der möchte auf die 2. Okay, dann nehme ich das zurück. Dann fährst du zuerst auf die 2 darunter. Und dann kriegst du die Fahrstraße. Ich hatte hier gecheckt, der fährt da auf die 3 weiter. Ja, genau. Ja, dann bin ich jetzt für den Moment arbeitslos. Ach, gibt's euch das? Fast alles grün hier. Ich muss dann eigentlich nur den Part so wirklich managen. Arbeitserleichterung. Wenn dann ständig Züge kommen würden. Er fährt auf die 3, das passt. Und fährt dann auf Gleis 20. Das passt auch. Und von 20 geht's auf Portal 1. Ja, alles schon eingestellt. Nice. Du möchtest auf 4, Gleis 18. Was noch ganz praktisch wäre, wenn man das ein bisschen unterschiedlich einfärben kann, damit man sieht, was von wo irgendwie kommt. So, und von 18 geht es auf Portal 2. Kann man ja auch permanent hier machen. Was bist du für einer? Der möchtest auf die 5.
Okay, 5 können wir auch einstellen. Erledigt. Ich habe gestern noch eine interessante Idee für Train Driver 2. Ich habe gesehen, es gibt so einen Ansagengenerator, aber für englische Bahnhöfe. Da kannst du wirklich die Station aussuchen und dann kriegst du quasi den Zug zusammen und dann kommt die originale Ansage raus mit dem Originalsprecher. Du kannst je nach Netz auswählen. Glaube ich, kostet 40 Franken oder so, das Tool. Ist eigentlich so ein bisschen für die Modelleisenbahn gedacht, aber sowas ähnliches hätte ich gern für TD2. Du kannst leider bei dem Tool keinen Freitext eingeben, dass man halt irgendwie sagt, Lisko und dann der Zug. Aber vielleicht finde ich irgendwas Gutes mit Text-to-Speech, mit KI-Voice, dass man dann wirklich, dass ich so Ansagen generieren kann wie Ads Platform 4 Intercity 2 Seamers is arriving to irgendwas. Aber halt passend zu den Zügen, die ich halt in Train Driver 2 habe. Ich glaube, das wäre schon ganz cool. Der will auf die 15 kriegst du. Und von 15 fährst du weiter auf die 2. Und von 2 auf Brutal 2. Und da hinten mal aufpassen. Wen habe ich da jetzt angenommen? Du bist auf Utrecht Central 14. Wo ist 14? Es ist unten. Ah, das heißt, du fährst. So. Und fährst dann auf die 14 weiter. Da hinten war jetzt auch noch ein Zug. Der will auf Gleis 19. Tun wir das auch einstellen. Ja, aber so Ansagen wie TD2, das glaube ich wäre schon mal was Cooles. Du möchtest Gleis 9. Können wir machen. Wärst du dann so? Okay, soweit. Was? Ach so. Ja klar, wenn der Zug da jetzt da reinfährt. Und schon geht's weiter für ihn. Ich muss noch das nur irgendwie schlau hinkriegen, dass ich dann recht schnell die Texte generieren kann. Aber wenn es dann auf einer Station so richtig abgeht, kann ich dann nebenbei nicht nur Texte anpassen. Kriegen wir noch irgendwie hin, muss umsetzbar sein. Das muss ich mal schauen, dass ich was finde, was auch gut und authentisch klingt. Beziehungsweise muss ich mal schlauerweise mir mal anhören, wie das im Original in Polen ist und vor allem das den Tonklang. Du möchtest auf die 2 und dann Central 3. Kriegst du. Du willst dann auch auf Portal 1. Ist eingestellt. Perfekt. Irgendein Zug hat noch keine Ausfahrt gehabt. Du fährst auf Portal 2. Ach, stimmt ja. Das machen wir als Dauerwiederholer. Und einmal da rein. Da war doch ein Zug, der keine Ausfahrt hatte. Du fährst auf... Da ist 14 Zulian Portal 2. Das ist auch richtig. Hä? Okay, schräg. Die 3 und die 12. Wo gehst du nochmal hin? Aha, da. So, 12 ist gesetzt. Frachtzug 6, 2, 3. Auf Gleis 15 kannst du haben. Oh, gleich mit 3 Loks davor. Was war das jetzt für ein Geräusch? Klang jetzt gerade mega schräg. So, dale. Du fährst wieder Retour. Gut. Einmal wenden.
Du wirst auf 4. Ich glaube, das habe ich eh schon kontrolliert. Moment mal. Moment mal. Hätte ich jetzt da gerade Utrecht Lunettenort. Das ist da unten 4. Du fährst hier falsch. Oder? Ach nee. Das ist optisch so blöd da. Okay, naja, es passt alles. Hat alles seine Richtigkeit. Ah, du hast noch keine Ausfahrt. Du bist auf die 1. Schön. Und das ist jetzt die Ebene, wo diese zwei Züge kommen. Mal ein bisschen vorspulen. Nächste, 436. Ich möchte auf Gleis 7. Du fährst noch da oben und dann hier Gleis 7. Schön. Der Kollege fährt auf die 3. Das heißt, da rein. Okay. Tschüss, fertig. Er wird auch wenden. Er hier fährt geradeaus weiter. Das ist hier auch eingestellt. Noise. Müssen wir noch auf den... Was ist der Frachtzug? Ja, genau. Der fährt dann auf die 2. Ah ja gut, der fährt ihm einfach hinterher. Ja, easy. Das heißt eigentlich, ich kann... Wo fährt er da rein? Der fährt. Kann das hier gerade nochmal ein zweites Mal einstellen. Und dann ist Frachtzug auch bereits erledigt. Der Kollege da, 7 Minuten noch. Ja, wo bist du hin? Du bist auf die 2. Moment. Ach, der fährt auf das Rinn 2 da unten. Das war die Verbindung da. Eingestellt. Auf die 21 kriegst du auch. Gleis 4 und darüber. Ja, okay. Ja, also so lobe ich mir das. Gleis 14, das heißt, der fährt da lang. Ah, da, jetzt. Der hat noch keine Einfahrt. Der will auf Gleis 14. Und dann zu dem Portal 2. Wo ist der andere Zug? Der ist... Ach, wieder einer aus dem Depot. Auf die 1. Und du fährst jetzt mal so. Mr. Frachtzug. In Utrecht Durchfahrt auf Zylien Portal 2, das ist das da oben. Achso, das ist ja. Ist ja eh eingestellt. Okay. Der ist fertig, der ist fertig, der ist fertig. Alle fertig. Macht den Bahnhof so irgendwie gar nicht kompliziert. Das werde ich vermutlich auch in echt machen. Wenn sogar so Sachen wiederholen sind oder immer gleich sind, da permanent einstellen, fertig, aus. Und dann konzentrierst du dich auf das da. Ach, die gehen beide ins Depot wieder rein. 2 Minuten und 4 Minuten. Jeweils auf Gleis 1. Achso, warte mal, so kommt der gar nicht auf Gleis 1. So. Kommt er auf Gleis 1. Und wer beschwert sich? Also Gleis 15. Musste warten, bis dein Gütezug. Boah, da hatte ich gestern in Ligota auch so einen Superhelden. Da wollte ich so, was war denn das? Kurz nach 9. War ein bisschen was los in die Gouda und wollte einen Expressfahrplan haben für so ungefähr 2 Stunden.
Dann habe ich nicht mehr 2 Stunden gekriegt. Das ist jetzt noch nicht so das Problem, aber er hat sich dann halt selbst überschätzt. Und dann bin ich erstmal 1/4 Stunde zu spät abgefahren. Und gemäß seinem Fahrplan waren auch noch andere richtig schön verspielt. Hat auch keinen Rangierer gehabt für einen 2. Platz. Was er zum Umsetzen dann hätte nutzen können. Die Guter braucht halt 2 Leute. Und ich habe jetzt nicht fertig kontrolliert. Du fährst auf die 2 dann weiter. Moment. Der fährt auf die 19 und muss dann auf die... Nee. Habe ich falsch gesehen. Entschuldigung. So, und er wollte auf die 1 hier weiter. Auch das, bitteschön. Wenn du jetzt dann hier noch Sensoren einbauen würdest, mit dem Setup, dann wäre das hier voll automatisiert. Yay, Depotzug. 3 und Gleis 2. Gleis 2, das heißt, da wärst du erstmal so runter. Dann wird jetzt erstmal losfahren. Ich meine, das war sowieso falsch und... Machen das mal so und dann so und hoffe, dass das dann richtig in der richtigen Reihenfolge kommt. Ja, ich glaube, wir können vorspulen. Bin ich kurze Zeit zumindest auf die 3 bei dir und geht dann auf die 20 eingestellt. 120 geht es hier auf die 1. Auch schon fertig. Ey, das geht sich doch wunderbar aus. Perfekt, und dann kommt dann die Fahrstraße. Ja, okay. Einmal schnell weiter hier. Perfekt, und jetzt kann ich für ihn das auch schon mal voreinstellen. Dass er dann gerade direkt rausdüsen kann. Und dann wären es noch 34 Züge. Ein Special 24. Oh, geil. Er will auf die 21. Lass mal ganz kurz kontrollieren. Gleis 21. Kommt der Special. Okay. Muss ich das mal zurücknehmen hier. Wird eingestellt. Was bist du für einer? Auf die 18. Und 18 geht es weiter auf Portal 2. Ist I auch eingestellt. Ja, komm noch rein. Gleis 5 nach da oben. Bitteschön. So, Frachtzug, ah nein, 130 Frachtzug, das heißt, das brauchen wir hier ein zweites Mal. Und dann von unten der Zug hier. Ja, tut mir sorry, beim Depot muss kurz warten. Gleis 15. Von 15 geht es weiter auf die 2 da hinten. Macht wieder das. Oh shit, ich hab dich vergessen. Sorry, Gleis 14. Shit, jetzt habe ich den 2. Ausbremser gehabt. Ah. Wichtigkeitsfehler hier. So, 4 Minuten auf Portal 1. Soll ich ja schon mal vorstellen. Tschüss, Kowski. Auf die 12. Moment. Achso, ja, stimmt, der fährt ja den Tunnel nach da oben. Er ist 12, bitteschön. Und wird dann wenden. Schon eingestellt. Dieser Special-Zug wird dann auf die 4.
4, Portal 3. Ja, okay. So special ist das gar nicht, außer dass er da halt runterfährt. Ja, okay. Ich würde mal sagen, an der Stelle werden wir es auch schon lassen. Jetzt für Utrecht Central. 30 Züge wären es noch. Mit ein, zwei Special-Züge dazwischen drin noch. Aber ich glaube, rein von der Allgemeintätigkeit her wird sich das jetzt weiterhin so ein bisschen wiederholen. Und wenn man das so macht wie ich mit diesen permanenten Fahrstraßen hier, dann hat man wenig Arbeit. Zwei. Aber können natürlich trotzdem Fehler passieren. Vor allem, wenn du dann irgendwie vielleicht Manöver machen musst. Gerade da unten. Ich glaube, da kommt noch was in der Richtung. Ja, wie ist denn eure Meinung zu dem Bahnhof, zu der Szenerie? Ich finde es jetzt grundsätzlich nicht schlecht. Ist mal was Nettes für zwischendurch. Aber es könnte ein bisschen schwieriger sein. Aber vom Tempo her passt ganz gut, so wie die Züge reinkommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.